Servus, ich habe hier zwei Projektor- oder Dia-Taschenlampen für Kinder und hier lässt langsam die Leuchtkraft nach oder man hat so das Gefühl, es hat einen leichten Wackelkontakt. Ich werde jetzt mal die Lampen auseinanderschrauben und schauen, ob die eingebauten Knopfzellen, ob die noch voll sind oder nicht und ob es vielleicht entweder an den leeren Knopfzellen liegt oder ob in diesem Batteriefach irgendwo ein Wackelkontakt ist. Ich schraube als erstes mal die Rohde auf und dann schaue ich mir mal die Knopfzellen an. Man kann jetzt diese Knopfzellen einmal mit einem ordentlichen Multimeter messen oder mit diesem Batterietestgerät. 1,2, normalerweise hat sie 1,5 Volt. Also die scheint schon relativ leer zu sein. 1,2. Wenn 1,5 Nennspannung draufsteht, bin ich der Meinung, wenn sie voll ist, hat sie wahrscheinlich mehr als 1,5. Also mit 1,2 ist sie wahrscheinlich schon relativ leer, diese Knopfzelle. Ich habe hier ein Batteriemessgerät von der Firma Profitec, Modell BC105A. Und da kann man jetzt hier über diesen Verstellrädchen kann man einstellen, was man für eine Batterie hat. Ich möchte Knopfzellen, also Button, 1,5 Volt und über den Widerstand fließen 1 Milliampere. Da kann ich es dahin drehen, so. Und hier kann ich mehr oder weniger die Knopfzelle reinmachen und nach unten drücken, gibt es Kontakt und dann sehe ich hier, ob sie noch gut ist. Wenn die Batterie voll ist, ist normalerweise über diesen grünen Bereich dieser Zeiger. Jetzt stecke ich es mal rein und probiere es mal aus. Ja, die ist schon nicht mehr voll. Das ist nur noch beim U vom Gut. Hier nochmal eine Knopfzelle von diesen dreien. Wenn ich drauf drücke, ist es ungefähr beim U vom Gut. Und wenn sie voll ist, ist sie normalerweise dieser Zeiger über diesem grünen Bereich schon. Ich kann ja mal eine zum Vergleich holen, eine volle Knopfzelle. Hier habe ich zwei volle Knopfzellen. Hier sieht man schon, es geht wirklich am Rand vom Grün, manchmal geht es auch über den grünen Bereich. Ja. Schon richtig rein. Genau, und jetzt werde ich erstmal diese Knopfzellen austauschen und dann gucken, ob dieser Wackelkontakt in diesen Projektortaschenlampen immer noch vorhanden ist. Legen wir mal die Zellen ein. 1, 2, 3. Schau, ob es wieder geht. Ja. Funktioniert ohne Wackelkontakt. Waren einfach nur die Zellen entweder leicht anoxidiert oder eben schon leer oder wie gesagt nicht voll genug. Jetzt schrauben wir das mal wieder zu. Funktioniert wieder. Jetzt baue ich diese drei neuen Zellen hier ein und schaue nochmal, ob dieser Wackelkontakt verschwunden ist. Also das Licht leuchtet wieder viel heller und man erkennt auch diese Projektion wieder viel besser. Und der Wackelkontakt scheint weg zu sein. Ich mache sie mal zu. Ja, funktioniert wieder. Also es war kein Wackelkontakt, einfach nur die Knopfzellen haben
mehr oder weniger nachgelassen. Beziehungsweise die Spannung war einfach dann zu gering, dass dieses LED-Licht, was hier drin verbaut ist, noch ordentlich leuchtet. Das hat dann mehr oder weniger das Flackern ein bisschen angefangen. Oder eben diese verbauten Knopfzellen sind mehr oder weniger etwas oxidiert, dass es keine richtige Verbindung mehr gegeben hat und deswegen hat dieses LED-Licht das Flackern angefangen. Also zumindest hier mit diesen neuen Knopfzellen ist dieses Flackern weg und man hat nicht mehr das Gefühl, dass ein Wackelkontakt da ist. Man hätte jetzt hier diese alten Zellen ausbauen können, nochmal ein bisschen sauber machen können, dass diese Oxidschicht runtergeht, wieder rein und dann probieren können. Eventuell wäre dieser Wackelkontakt weg gewesen, aber die Leuchtkraft hat eben schon extrem nachgelassen. Deswegen spare ich mir das, mache hier neue rein und dann haben die Kinder wieder Spaß damit. Die Projektionslampen an sich finde ich eine sehr gute Idee. Der Nachteil an diesen Lampen sind die verbauten Knopfzellen. Mir wäre es lieber gewesen, man hätte hier einen Akku eingebaut, den man über Micro-USB laden kann oder eine AAA- oder AA-Zelle, die man eben dann als Akku einsetzen kann. Aber so hat man eben relativ viel Müll, vor allen Dingen wenn das Kind vergisst, die Lampe auszuschalten, muss man schon nach einer relativ schnellen Zeit diese Knopfzellen wieder austauschen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, was man noch verbessern hätte können. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Servus und ciao.